Swiss Helikopter, ein Transport mit dem Helikopter, immer eine Attraktion. Dermal am Pizzol. Der CEO, der Klaus Nussbaumer, hat alles gerichtet und begrüßt hier die Flughelfer. Der Betrieb ist sicherheitshalber stillgestanden, weil hier auf dieser Palette hier unten, da kommt eben das stehen. Rechts die Kuppel von der Sternwarte im Balgach. 30 Jahre, ich sehe sie links, ist die Sternwarte im Balgach gestanden und muss jetzt mal Neubau weichen. Und die Kuppel sowie mehrere Teleskope von der Sternwarte Balgach sind für einen symbolischen Beitrag am Pizzolbaum gegangen. Und da hat man jetzt eben gewartet auf einen Transport. Ihr seht die Strecke Balgach-Pizzol, ungefähr 70 km. Man ist im Rhein entlang geflogen. Und aus Sicherheitsgründen mussten natürlich eben die Brücken beim Rhein gesperrt werden. Und das geht natürlich. Am 2 ist man zu Balgach weggeflogen, aber das dauert halt. Und das braucht ein kleines bisschen Geduld. Und der interessierte Zuschauer hat die Mutter von Stefan Roos, der Klaus Nussbaumer, freundlich wie eh und je. Der Betrieb, wie gesagt, ist auf Sicherheitsgründen stillgestanden, es hat ein bisschen getröpfelt und wir haben die Linse geputzt. Die Flughelfer sind nur angelaufen, wir haben euch genau beobachtet, läuft jetzt etwas, läuft es nicht. Auf jeden Fall ein interessantes Warten und hat auch gute Gespräche mit dies und jenes geredet. Also fliegt jetzt ein Helikopter, fährt ein Zeppelin und dann auf einmal ein Geräusch, aber es war nur der Sandy da mit dem Vehikel. Und dann ein anderer Helikopter. Also 3-4 Mal haben wir uns da in die Tiere leiten lassen. Eben dann hat die interessanten Gespräche. Also wenn kommt es endlich, warum geht es denn so lang? Und dann langsam haben wir gemeint, wir hören es in der Ferne. Jemand hat gesagt, man hört es, aber die Flughelfer haben noch nicht das Gleiche tun. Dann Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter vom Pizzol und dann tatsächlich so. Und dann ist die Kuppel gekommen. Wirklich interessant, wie die da durchgeflogen ist. Wirklich sehr, sehr interessant, wie die Kuppel von der Sternwartenbalke jetzt hier am Pizzol kommt. Und noch viel interessanter ist, was denn da daraus wird. Das weiss man im Moment noch nicht ganz. Es ist einfach schnell gegangen, das Ganze. Aber ich kann mir gut vorstellen, der Pizzol ein bisschen näher beim Himmel, eine Sternwarte, die in den Himmel aufschaut, sicher ganz, ganz ein idealer Ort. Und ich bin überzeugt, der Pizzol wird da eine unglaublich gute Verwendung finden. Ihr seht, vor der Felswandtore ist er dann da wieder von Süden her hergeflogen. Und ich überlasse euch einfach mal diese Bilder.